Im Oktober 2010 war unser sechsköpfiges Kreativteam Curtis, Dani, Nancy, TJ, Eddie und ich waren wir für eine Woche in Las Vegas. Wir haben jeden Tag ein bis zwei Shows geguckt und am nächsten Morgen haben wir uns um 10 Uhr im Hard Rock Café in Las Vegas getroffen. Da hat dann jeder seine Zettel geholt und rausgefunden, was ihm gefiel oder nicht gefiel, was könnten wir als Inspiration verwenden. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass unsere neue Tour Dancing Las Vegas heißen würde. Das heißt, wir saßen in Vegas, wussten aber nur, die neue Tour soll positiv sein, sie soll fröhlich sein, es soll eine Party-Tour sein, denn 20 Jahre muss man feiern, wollten aber das Wort Party auf keinen Fall verwenden. So saßen wir also mitten in Vegas jeden Tag, haben stundenlang gebrütet darüber, was man machen könnte. Und plötzlich war es soweit. Da kam die Idee, lass uns doch die Tour Dancing Las Vegas nennen. Denn das ist das Beste, wenn es um Titel geht. Vegas steht für Show und Glücksspiel, DJ Bobo steht für Show und Dancing, das sind wir. Deshalb Dancing Las Vegas. Hallo zusammen, wir sind in Las Vegas. Warum sind wir in Las Vegas? Ganz einfach. Wir haben uns alle in den Kopf gesetzt, unsere Tour 2012 heißt Las Vegas. Also mussten wir hier hin, hier wo alles passiert, hier wo die größten Shows der Welt stattfinden. Und nun ist es soweit, die neue Tour 2012 heißt Viva Las Vegas. 20 Jahre DJ Bobo und das hier ist die allererste Bühnenzeichnung. Man sieht noch nicht so viel, soll man auch nicht, aber wir wissen, um was es geht. Wir haben die größten und besten Shows der Welt geguckt und freuen uns auf das, was wir jetzt dann bald Neues machen. Auf gleich und bis bald. Tschüss. Wir haben schon ganz früh die ersten Zeichnungen der Dancing Las Vegas Bühne versucht. Jeder hat so ein bisschen rumgemalt und diese Zeichnungen haben einige Spuren hinterlassen, denn es ist wirklich gelungen, schon im ersten Meeting ein paar Ideen zu übernehmen davon. Einige dieser Zeichnungen sind relativ nah an die wirkliche Bühne gekommen. Am Schluss dann die Showtreppe, aber elegant, schön, da will ich nicht mehr blinken sehen. Also nicht so blinken, Kitsch blinken nicht mehr, sondern lieber dieses Edle, was wir gesehen haben. Neben mir Teufel und Engel. Mhm. Gold, menschlich. Weiß, bunt. Fühlt sich total gut. Dann ist es noch doppelt wichtig, super. Das heißt, in der Kommunikation, das Erste, was dir als Zuschauer auffällt, ist das, was du kennst aus der Werbung. Roter Teufel, weißer Engel und Bobo kommt mit Gold raus. Ich muss dann auch mit dem Outfit rauskommen. Zwei ganz markante Figuren in dieser Show. Eines ist dieser Engel, 9 Meter hoch, und der rote, weibliche Teufel, der für die Versuchung steht. Die beiden Figuren sollen so ein bisschen Las Vegas zeigen. Vegas, Glück und Freude, ein Engel, Versuchung und das Böse. Im Teufel, natürlich in weiblicher, sehr femininer Gestalt. Und diese beiden riesigen Figuren, die stehen links und rechts außen an der Bühne und markieren sozusagen unser persönliches Las Vegas. Ja.
haben wir jetzt hier ausgetauscht, das passt besser. Dieses Bogus Palace als das andere Ding. Jetzt habe ich hier mal ein Bild. Ich habe mal versucht, Video hinten reinzubauen. Also das ist Fragezeichen hoch 10 mit den Videos hier. Horizont funktioniert, kein Thema. Das ist 12 Meter hoch in den Rängen. So schlecht finde ich die Rampe doch halt nicht. Das ist schon geil hier. Auch nett, aber 12 Meter. Irgendwann haben wir uns in den Kopf gesetzt, wir möchten ein Eiskunstlaufpaar haben, welches auf der Bühne zu oberst Schlittschuh läuft. Was für eine verrückte Idee. Und wir haben uns dann erkundigt, es gibt so eine Art Kunsteis, das ist eine Art Plexiglasplatten, die sind so dick, werden zusammengesteckt und die sind ganz rutschig wie richtiges Eis. Und wir haben dann Eiskunstläufer im Europapark auf diese Fläche hochgejagt. Und ich habe gedacht, die trauen sich eh nicht, weil das ist nur 6 mal 4 Meter groß, diese Eisfläche. Und wenn du da runter segelst, dann fliegst du 9 Meter nach unten. Und das machst du nur einmal. Und das ist schon eine Risikostelle, aber auch für den Zuschauer sehr außergewöhnlich, wenn dann plötzlich ein Eiskunstlaufpaar seine Pirouetten dreht da oben auf 9 Metern Höhe. Dancing Las Vegas! Clap your hands! City gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. So get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there, and they're all living devil may care. And I'm just a devil with love to spare. If you cost me my very last thank you, I love.